Hallo und herzlich willkommen bei Augenlasern TV, eine Seite oder ein Format, bei dem ich euch mit einem kleinen Augenzwinkern das Augenlasern verständlich machen möchte. So, dann kommen wir jetzt zur dritten Generation des Augenlaserns. Ich wiederhole nochmal, erste Generation des Augenlaserns habe ich eine Zitrone genommen. Ist noch ein bisschen wirklich sauer für den Patienten, die oberste Schicht weggenommen und so weiter, habe ich alles geklärt, kennt ihr schon. Danach kam die Femtolasik oder Lasik, schon deutlich besser für den Patienten, das Auge wurde aufgeschnitten, wieder zugemacht, wesentlich komfortabler, allerdings das Problem, dieser Flap ist nie wieder so richtig festgewachsen, deshalb mochten leider einige Leute das Augenlaser nicht, obwohl die Lasik-Methode durchaus in Ordnung ist. Jetzt kommen wir zur allerneuesten Methode. Hierfür habe ich eine Orange gewählt. Die dritte Generation des Augenlaserns Relax Smile ist für mich absolut fantastisch. Mit meiner Meinung nach für die Myopiekorrektur das Beste, was es gibt. Und zwar setzt ein Kontaktglas eines Lasers auf, lasert in der Tiefe immer unter den gleichen Bedingungen ein Lentikelchen aus und macht zum Schluss nur noch einen 2 mm Schnitt. Aus diesem 2 mm Schnitt kann ich dann das Lentikelchen, das der Laser präpariert hat, rausziehen. Das sieht ungefähr so aus. Also man muss sich vorstellen, das Ganze ist hier im Auge. Es war vorher kreisförmig. Man faltet es mit einer Pinzette und entfernt es dann. So einfach ist die neue Methode. Es tut während der Operation nicht weh. Der Patient spürt 0,0, rein gar nichts. Die Vorteile eines solchen Minischnitts sind auch klar. Ich reibe den Patienten direkt nach der Operation so auf dem Auge und sage, sehen Sie, Sie können sich ab jetzt voll wieder auf Ihr Auge verlassen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich eine Methode habe, bei der ich so weit aufschneiden und aufklappen muss, oder eine Methode habe, wo ich im Sinne der modernen Schlüssellochchirurgie oder minimalinvasiven Chirurgie nur noch einen minimalsten Schnitt habe. Das heißt, der Komfort für den Patienten ist natürlich auch fantastisch. Der Patient kann am selben Tag Sport machen, am selben Tag duschen. Er kann am nächsten Tag, wenn er möchte, Kampfsport machen. Am nächsten Tag, alle Patienten, die wir bis jetzt gelasert haben, konnten mit dem Auto zu uns fahren. Also auch wie bei der Lasik, diese 100% Sehkraft am ersten Tag. Und das mit einer wirklich extrem schonenden Methode. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass durch diesen Minischnitt nur ganz wenig Nerven durchschnitten werden im Vergleich zu Lasik, wo man diesen ganz großen Schnitt hat. Und wenig Nerven durchschneiden heißt, ich bekomme keine trockenen oder fast keine trockenen Augen. Ein riesen Vorteil, warum? Weil bei Kontaktlinsenunverträglichkeit kommen ja die meisten Patienten zu uns. Sie vertragen ihre Kontaktlinsen mehr, wollen keine Brille tragen, sagen, ich suche eine Lösung. Das ist die Lösung. Eine wirklich tolle Methode, genau im Sinne der modernen Schlüssellochchirurgie. Wie auch heute schneidet man auch nicht den Bauch auf, um die Galle rauszunehmen, sondern das wird mit kleinen Optiken erledigt. Das kann man eigentlich so ganz gut vergleichen. Bei der Relax Smile, der dritten Generation des Augenlaserns, ist natürlich das Rad auch nicht neu erfunden worden. Das baut seit den 80er Jahren auf den Erfahrungen aus der PRK, der Femtolasik. All diese Erkenntnisse sind in der neuen Methode drin. Es gibt sie, so neu ist sie auch wieder nicht, seit 10 Jahren. Vor 5 Jahren gehörten wir erfreulicherweise und hatten wirklich die Ehre, das als 10 Ersten der Welt zu machen. Mittlerweile nach 5-6 Jahren ist es natürlich bei uns wirklich Routine. Wir machen das nahezu jeden Tag. Und das macht wirklich große Freude. Weltweit wurde es über 1 Million Mal durchgeführt. Wie ist es jetzt, wenn man nachlasern muss? Wenn man nachlasern muss, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Zitronenmöglichkeit, das heißt die PRK, oberste Schicht weg, drauf lasern. Oder man macht die Lasik, indem man wieder aufklappt, lasert, wieder zuklappt. Das heißt, das Schlimmste, was einem hier passieren kann, ist eine Korrektur mit einer Lasik. Wobei man sagen muss, dass eine Relasik mehr Komplikationen macht als eine Erstlasik, wenn man hier nachlasert. Das ist auch ganz klar und ganz eindeutig.
Was ist der Nachteil dieser Methode? Es gibt natürlich bei jeder Methode auch Schattenseiten. Das eine ist, es geht leider noch nicht bei weitsichtigen Patienten. Die muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Wir haben das Jahr 2018. Vielleicht kommt es dieses Jahr noch raus, vielleicht nächstes Jahr. Ich besuche weltweit Kongresse in Amerika, in Asien, in Europa und kriege natürlich viel mit. Weiß auch, kenne ich Chirurgen, die es schon durchführen, die davon ziemlich begeistert sind, aber im Moment ist es offiziell in Deutschland noch nicht zugelassen. Der andere Nachteil ist, es ist leider die teuerste Methode, aber ja, das ist bei hoher Qualität immer so. Auch die S-Klasse oder der Porsche oder die schöne Handtasche oder die schönen Schuhe, um das mal genderneutral zu machen, die sind natürlich auch nicht immer die billigsten. Denn ein weiterer Nachteil ist, die Methode ist so ein bisschen vom Operateur abhängig. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Ich gebe ja Operationskurse auch in der ganzen Welt genau über dieses Thema, wie man das operieren sollte, welche Komplikationen es gibt, wie man die Komplikationen behebt. Und es ist einfach so, dass diese Methode deutlich schwieriger ist als die LASIK. Bei der LASIK behaupte ich jetzt mal, weil ich das ja auch anderen Augenchirurgen beibringe, die es noch nie gelernt haben, das schaffe ich innerhalb von 1 bis 2 Stunden. Diese Methode ist so, dass selbst bei uns, und das ist kein Geheimnis, unser Dr. Kaimak, der hervorragend die Makula operiert. Das heißt, im Auge eine ganz feine Membran abzieht, wo man wirklich ein extrem ruhiges Händchen haben muss, auch hier mit mir angefangen hat und hat gesagt, komm Detlef, mach du das weiter, das liegt mir nicht. Deshalb ist es leider ein bisschen operateursabhängig. Deshalb glaube ich, weil der Laser sehr teuer ist, weil es operationsabhängig ist bei der Relic Smile, dass sie sich wahrscheinlich nie so breit verbreiten wird wie die PRK LASIK. Auch wenn sie rein technisch, medizinisch, komfortmäßig das Beste ist, wird es wahrscheinlich immer die teuerste Methode bleiben und wird sie leider nicht so breit überall aufstellen können, wie sie es eigentlich verdient hätte.